Hallo und herzlich willkommen zurück zu Part 2 von Prey. Ja, wir spielen direkt weiter und ich laber nicht lange. Okay. Letzte Folge haben wir coole Fragen gemacht und dann wurde unser Guten Merk. Morgen, Morgen. Heute ist Montag, der 15. März 2032. Schon wieder? Sind wir in eine Zeitlupe gefangen? Eine Zeitlupe ist jetzt schon eine Zeitschleife? Keine Nachricht. Helikopter? Ich wollte gerade sagen, in der letzten Folge waren wir im Labor und haben coole Quizfragen gemacht, bis dann unser Quizsteller von einem Alien aus einer Tasse angegriffen wurde. Oh, ich habe eine Tasse zerworfen. Okay, anscheinend sind wir in so einer Art Zeitschleife gefangen. Was? Ja. Oh, das ist eine sehr eckige Taschenlampe. January. Was gestern geschah, war real. Wo ist die Tür Wenn Sie hin? wissen möchten, was los ist, müssen Sie erst Ihr Apartmentgebäude verlassen. Sie sind dort nicht sicher. Ausbrechen, was? Schlossen? Hier war doch mal ein Gang. Hier ist ein Apartment. Kann ich... Eine Simulation? Gut, Sie sind im Simulationslabor. Gehen Sie jetzt zum Ausgang. Ich bleibe in Kontakt. Okay. Haben Sie hier meine Erinnerung geklaut? Ich höre hinter was. Oh, schau mal, meine Wohnung. Die haben mich mal beobachtet, so ein Kack. Jetzt sind wir hier bei The Freeman Show? Ne, nicht Freeman, I don't know, wie das Ding hieß. Da war was. Da ist was dran gekrochen, was ganz ekliges. Ich leg mich mal nicht mit dem Ding an. Noch nicht. Rohrzange, was? Würdest du zu schwingen der Rohrzange? Dabei verbrauchst du Ausdauer. Ach so. Hi. Leiche. Okay, ich hab's zumindest erledigt. Dach, meine Etage. Hallo, Mr. Yu. Warte mal, was? Der Helikopter war auch? Es war alles eine Simulation. Tatsache. Nee, das Ding, da komme ich nicht wieder rein. Oh. Oh mein Gott. Typhon
Kakoplasmus. Jeder nennt sie Mimix. Achten Sie darauf, was Sie aufheben. Was Sie aufheben? Die Dinger können sich in verschiedene Sachen verwandeln. Okay, das ist natürlich nicht so praktisch. Dekontamination. Oh ja, das brauche ich erstmal. Eine frische Dusche. Oh. Weg damit! Ah. Oh. Niemand konnte die Mimics davon abhalten, sich zu vermehren, seit sie aus der Eindämmung ausgebrochen sind. Ich helfe Ihnen zu überleben. Halten Sie durch. Okay. January can... Halten Sie T. Schnellauswahl. Der Schnellauswahl kann zwischen Waffen wechseln. Und wo ist die bitte? Wo habe ich überhaupt ein Inventar? Warte mal. Du bist das. Nee. Simulation Progress. Only approved items past this point. Computer. Filter. Aha. Employees must sign in beyond this location. Spiel auf deine Art. Experimente mit verschiedenen Herangehensweisen und Herausforderungen Gegner zu meistern. Du kannst eine verschlossene Tür überwinden, indem du eine Schlüsselkarte suchst oder einen anderen Weg suchst. Ah, okay. Cool. Ich kann natürlich auch durch die Wartungsschleuse. Wieso wusste ich, dass so ein Ding da rauskommt? Eieiei. War irgendwie klar. Huch! Das war ein Alien. Noch eins. Gotcha. E-Mail. Interessant. Testergebnisse. Dr. Benemy. Ah, mit Scrollen. Okay. Hier sind die Ergebnisse des heutigen Persönlichkeitstests. Sie planen ihren Urlaub. Etwas Neues probieren. Ah, das sind meine Angaben. Cool. Ah, oh, okay, die haben mir irgendwas eingepflanzt, diese Kleinen. Hacker 1 erforderlich. Kommen wir später wieder in alte Bereiche zurück? Au. Ja, ich verwechsel immer. Früher wollte ich, dass mal ins All kommt. Du kommst hier nicht durch, nicht wahr? Das war ein Phantom. Typhon Anthrophantasmus. Oh nein. Bleiben Sie in Bewegung. Phantom. Phantom, Phantom, Phantom. Ich kann schnell speichern, das ist gut. Schleichangriffe verursachen noch mal 150% Schaden, okay. Glukanone, Gelschaum, setzt Ziele außer Gefecht und macht sie bewegungsunfähig. Kann Feuer löschen, elektrische Ladung deaktivieren, kannst du außerdem draufklettern. Cool, das ist cool. Halte Dings gedrückt. Um einen Strahl abzufeuern. Oh mein Gott, sind das viele. Morgan, da, im Foyer. Nehmen Sie die Neuromod aus der Vitrine. Das sind normalerweise Attrappen, aber ich habe eine echte für Sie hineingelegt. Die Neuromods sind äußerst wichtig. Wenn Sie mit Ihrer Hilfe keine neuen Fähigkeiten installieren, überleben Sie nicht. Ich habe Ihren Transcribe schon mit der angeforderten Liste aktualisiert. Schauen Sie mal rein. Warum aus der Vitrine? Wo ist denn die Vitrine?
cool. Neuer Roman zu Fähigkeiten. Neuer Roman ist eine revolutionäre Transterentwicklung, die es dir ermöglicht, neue Fähigkeiten zu erlernen. Drücke N. Was möchte ich denn erlernen? Möchte ich. Warte mal. Hacker oder Mediziner? Ja, das. Oh, ich kenne sogar Techniker. Hebelkraft, hervor. So, na, machen wir mal Wissenschaftler hier. Hacker würde ich gerne werden. Das ist schön. Funktioniert das jetzt? Oh nein. Oh, das sieht nicht gesund aus. Improvisation war schon immer stark. Andernfalls wären sie jetzt tot. Also, bringen wir sie in die Hauptlobby. Bestätigen. Jetzt bin ich gespannt. Wir gehen zur Lobby. Neuromat, das muss auch jetzt wehtun. Ja. Bereit für ihren ersten Blick auf die echte Welt? Das heißt, mein Leben davor war auch schon ein. Eine Illusion? Wow. Wir sind tatsächlich schon im All. Ach. Oh, leck. Ach, du heilige Scheiße. Oh, sieht aber geil aus. Oh. Das müssen wir suchen. Gehen Sie in Ihr Büro. Ich habe Ihre Karte aktualisiert. Dort gibt es ein Video, das Sie sich ansehen müssen. Ich weiß, Sie haben viele Fragen. Ja. Erkundung. Die Talos 1 steht hier zum Erkunden auf mit Schattenanzüge. Kannst du von über das nicht Teil der Raumstation gelangen. Die Stationsleitung meldet Alarm. Begeben Sie sich unverzüglich zum nächsten Sammelpunkt und warten Sie auf weitere Anweisungen. Ja, geschützt, du machst das, ne? Hey! Guten Morgen, Talos. Alle Mitarbeiter haben sich zu ihrem Arbeitsterminal zu begeben. Im Falle einer Abwesenheit informieren Sie bitte unverzüglich Ihren Vorgesetzten. Oh Gott, das war. Junge, das Ding, ne? Vorstandsbüro. Morgen, Jus, was ist mein Code? Zugangsdaten. Passwörter F-Paradox. Dankeschön. Passwort eingeben. Kein Passwort gefunden. Aber ich kann es hacken. Hacken. Hacker-Ficker, ja, möglichst die Sicherheitssysteme, die Keypads, Arbeitszimmer, so bla bla bla. Okay, ja. Geht das? Ah, I see. What? Ah, I see, und die roten verkürzen meine Zeit. E-Mail. Code geändert. 0451.
Aha. Dein Büro. Willkommen zurück. Das war in den letzten 3 Jahren Ihr Zuhause. Ah. Das Video dürfte auf Ihrem Arbeitsterminal sein. Ach, jetzt bin ich gespannt. Geschafft. Ende der Nachricht. Ich weiß immer noch nicht, was geschehen ist. Ich habe es hinter mir gelassen, aber es gibt keinen Grund, warum ich mich nicht wie ein normaler Mensch verhalten könnte. Bitte nicht stören. Eingefordert. Okay. Schau mich an morgen. Hallo morgen. Dieser soll einige Dinge erklären. Hallo Morgan, harter Tag? Wenn ich mit mir selbst spreche, sicher. Dein Gedächtnis hat Löcher, ich weiß. Tut mir leid, aber das bleibt. Erst einmal musst du wissen, dass du January vertrauen kannst. Er ist ein Operator, quasi ein Backup von mir und dir. Er weiß, was du vergessen hast. Wir haben neue Neuromods auf Basis der Typhon-Organismen getestet, ihre Neuralmuster auf uns übertragen. Das Problem ist... Die Entfernung einer Neuromod setzt das Gedächtnis zurück, auf den Punkt ihrer Installation. Oh. Du vergisst alles. Durch einen Prozess hättest du zwischen den Tests auf den neuesten Stand gebracht werden sollen. Aber man könnte das überspringen, dich immer wieder denselben Tag erleben lassen. Tja, genau das hat Alex gemacht. Du fragst dich, warum? Ja. Dir wird nicht gefallen, was jetzt kommt. Ich dachte, ich hätte jedes dieser verdammten Videos gefunden. Tut mir leid, aber ich kann nicht zulassen, dass du dir das anhörst. Nicht bevor ich die Gelegenheit hatte, dir alles persönlich zu erklären. Aber fürs Erste... Verdammt, ich muss los. Rühr dich bitte nicht, bitte. Wen vertraue ich jetzt? Hat uns von den Looking Glass Servern abgeschnitten. Es wird Zeit zu improvisieren. Ich schlage vor, Sie durchsuchen Dr. Calvinos Werkstatt im Maschinenlabor. Er hat die Looking Glass Technologie erfunden. Vielleicht finden Sie dort eine Möglichkeit, die Serververbindungen wiederherzustellen. Derweil suche ich nach einer anderen Möglichkeit, Ihnen zu helfen. Viel Glück. Okay, wow. Ja, aber hier machen wir erstmal wieder einen Cut, denn ist schon eine halbe Stunde Aufnahme. Das werde ich auf jeden Fall schneiden. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Macht's gut und ciao. Bis zur nächsten Folge.